Ja, hi, Lina für Rapspot auf dem Splash, Tag 4, ich bin wasted, wie geht's dir? Mir geht's super. Ja, ihr seht Chefcat neben mir, ich freue mich sehr. Ja. Chefcat hat am Freitag eine sehr, sehr schöne EP, Slash, Album, keiner weiß so richtig, was es jetzt eigentlich ist, weil es 8 Tracks hat und für eine EP eigentlich damit zu lang ist, aber für ein Album zu kurz. Ja, ich nenne es einfach mein Werk. Ein Werk rausgebracht, ja. Was sehr, sehr schön ist und hat das mit uns am Freitag auch auf der Bühne gefeiert. Wie ging es dir denn da so? Ich hatte so krasse Bauchschmerzen, bevor ich auf die Bühne bin und hätte fast gekotzt so. Und alle meinten so, hey, das geht vorbei. Und ich habe nur gesagt, halt's Maul, es geht nie wieder vorbei. aber es ging dann echt vorbei und ich war so glücklich. So viele Leute haben mir so viel Liebe gezeigt und meinen Namen die ganze Zeit gerufen zwischen den Liedern. Irgendwie, ich wusste gar nicht, damit umzugehen. Und am Ende war es einfach so eine gute Stimmung. Hätte ich noch ein Wort mehr gesagt, hätte ich fast geheult. Das war richtig schön. Also richtig vielen, vielen Dank nochmal an alle, die da waren. Und es war echt Wahnsinn. War ein richtig schöner Tag für mich. Auch mit der gesamten Band, es war echt schön. Ja, Band, du sagst ja schon, du hattest ja eine Girlgroup quasi mit dir, also eine reine Frauenband, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, es war eine Frauenband, ja. Ja, hatte das einen speziellen Grund oder waren das halt einfach die Musiker, die dir irgendwie am besten gefallen hat, haben? Ja, das zweite eher. Also, weil wenn es Männer gewesen wären, hättest du wahrscheinlich auch nicht gesagt, hey, du hast eine komplette Männerband. Das stimmt. Okay, cool. Und die begleiten dich jetzt ja auch weiterhin auf Tour und wahrscheinlich auch zum Hip-Hop Open, richtig? Also beim Hip-Hop Open ist es so, dass die noch nicht wussten, dass ich so krass bin und deswegen bin ich nur für 20 Minuten da gebucht und da werde ich auf keinen Fall mit der gesamten Band auftauchen und spiele auch auf der kleinen Bühne. Dankeschön, also dass ich da überhaupt spielen darf, ne? Also nicht, dass ich es nicht zu schätzen weiß, aber es wird nicht so groß wie hier auf jeden Fall. Okay. Ja, wenn du jetzt dann bald auf Tour bist, wie kann man denn jetzt so die Show vom Splash da überhaupt noch steigern? Also ich meine, das wird ja sicher länger sein. Was erwartet denn da die Leute, die dorthin kommen werden? Also ich werde ja mit Megalo auf Tour gehen und das ist im Oktober. Und da darf man einfach mal gespannt sein, was passiert. Also es wird auf jeden Fall viel passieren. Ja. Okay, cool. Kommen wir doch mal zu deinem Werk. Identitäter ist der Name. Was mir so aufgefallen ist, du wirst jetzt schon unglaublich viele Fragen dazu beantwortet haben, was der Titel bedeutet, aber ich finde das Täter in Identitäter sehr interessant. Du beschäftigst dich ja eigentlich auf der kompletten Länge des Werks, wie du es so schön nennst, mit dieser ganzen Identitätsfindung zwischen verschiedenen Kulturen. Was kann man denn als Täter tun, um dieses Thema voranzutreiben oder zu vereinfachen für Menschen? Du hast das T gerade sehr schön betont. Ja. Was kann man als Täter tun, um das voranzutreiben? Das war sehr gut. Etwas tun ist immer gut. Also die Tat ist halt wichtig. Irgendwie. Die Tat ist das, was uns ausmacht. Der Gedanke der Tat, ne? Der Tat des Gedanken. Song mit Amewu, falls ihr den kennt. Ja. Und es geht oft darum, einfach tätig zu sein. Das, ne? Wenn man das macht, was man liebt, dann wird man auch damit irgendwann glücklich, glaube ich. Und das ist halt nicht so, mir sind so Nationalitäten und so nicht so wichtig. Es ist echt wichtiger, was man halt macht daraus. Und natürlich werden wir halt geprägt und von verschiedenen Sachen, wo ist die Grenze zwischen kulturell geprägt und genetisch veranlagt und so. Und das sind halt Themen, die jeden irgendwie betreffen. So jeder, der sich ein bisschen Gedanken macht, kommt irgendwann auch zu dem Punkt. Und ich konnte mir die Zeit nehmen, das irgendwie auf eine Platte zu pressen. Und ich hoffe, dass es irgendwie Leute irgendwie, ja, dass sie auch, ja, ich denke, dass jeden irgendwie interessiert, was es ist. Ich glaube, jeder denkt mal drüber nach. Und was sollte die Platte mit den Hörern der Platte tun? Also ich glaube nicht, dass ich irgendwie jemanden erleuchte mit meinem Wissen. Ich glaube, ich kann vielleicht Leute irgendwie an Sachen erinnern, die sie vielleicht mal so als Erkenntnisse hatten und sich nochmal daran erinnern jetzt dadurch. Für mich ist es ja auch so, für mich ist es so ein Gespräch auch mit mir selbst, wenn ich die Platte höre, dass ich schon mal auf so ein paar Erkenntnisse kam. Und dann gehe ich wenigstens nicht noch eine Stufe runter. Dann weiß ich, okay, da war ich schon mal. Und dass damit mein Wachstum auch weitergeht. Ja. Was mir bei dir auffällt, also ich beobachte dich ja oder verfolge deine Musik jetzt schon ein paar Jahre. Ich kenne keinen Künstler,
der so zwischen den Welten pendelt, was Mainstream und Underground anbelangt, so ein bisschen. Also du warst auf verschiedenen wirklich erfolgreichen Alben, du warst also auf wirklich kommerziell ausgelegten Alben, Kitty Cat, keine Ahnung, so. Du warst Support Act von Materia über ganz, ganz lange Zeit, hast da deine Zwischeneinlage geliefert, jedes Mal abgerissen, bist aber andererseits eben lange Zeit mit Edit unterwegs gewesen, beim Turntable-Tutorial freestylst du rum und das ist halt irgendwie so die Frage, die ich mir stelle, wie schafft man das, zwischen diesen Welten zu pendeln, die zum Teil ja doch schon zumindest nach außen hin sehr gegensätzlich wirken? Wie siehst du das? Siehst du da überhaupt Unterschiede oder ist es halt unterm Strich doch nur Musik? Ja, es hat halt damit zu tun, dass ich, es war halt schon in Heidenheim so, also in der Stadt, in der ich aufgewachsen bin, dass ich halt, als ich aufs Gymnasium kam, war ich mehr unter Leuten, die andere Hobbys hatten als irgendwie vorher und ich war im Fußballverein, da gab es andere Leute, da gab es irgendwie die Skater, mit denen ich abgehangen bin, dann gab es irgendwie nur die Türken, die da und da waren und ich war halt mit allen irgendwie unterwegs und ich glaube, mein Freundeskreis irgendwie macht es auch aus so und ich habe da einfach keine Scheu, irgendwie mit unterschiedlichen Menschen zu tun zu haben und bin da auch sehr offen und versuche so nicht unnahbar zu sein. Versuche nahbar zu sein, ja, doppelt verneint. Und deswegen kommen auch so Sachen zustande wie mit Lexi und K. Paul, weißt du, wo wir da so ein House-Track machen einfach, weil ich mache halt einfach gerne Musik und ich lasse mich da einfach treiben, ich mache mir da nicht so viel Gedanken, was die Außenwelt jetzt darüber denkt oder so, weil ich glaube, die Leute sind gar nicht überfordert. Viele denken ja, die Leute sind dann überfordert, man kann den nicht einschätzen, nicht einordnen und so, aber das glaube ich gar nicht. Also das ist doch alles Musik und die Leute können alles anhören, was sie wollen. Ich lasse alles raus, wo ich denke, dass es raus muss einfach. Und das ist für mich auf jeden Fall Wahnsinnseinblick in verschiedene Welten. Und ich kann halt durch die türkische Sprache habe ich einen Schlüssel in die türkische Welt und durch meine Bildung, die ich ein bisschen genießen durfte, so kann ich irgendwie in der deutschen Gesellschaft mich zurechtfinden. Und genauso ist es auch in allen anderen Bereichen, in musikalischen Bereichen, so durch dieses Texten ist man halt irgendwie mit allen irgendwie verbunden. Musiker, also auch Rapper, sind ja Leute, die sehr reflektiert sind eigentlich. Die haben sich mit sich befasst ihr Leben lang und haben das versucht aufs Blatt zu bringen. Und es ist interessant, diese Menschen kennenzulernen, weißt du, auch außerhalb der Musik. Das sind alles sehr, sehr, sehr interessante Menschen. Und gleichzeitig ist es aber auch voll interessant, in Söcke irgendwo durch den Bazar zu laufen und da mit einem Bauern zu reden, weißt du, der eine ganz krasse Weltsicht hat und der dir Sachen erzählt, die du nicht weißt. Das kann dir kein Professor beibringen. So. Und das ist Wahnsinn. Also man sollte einfach offen mit offenen Herzen, Augen durch die Welt gehen. Dann ich glaube, das ist gut für den Charakter. Ja, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, in der Hip-Hop-Szene, dass dieser Schrei nach Authentizität, so dieses, okay, jemand muss straight sein Ding machen, zum Teil darüber steht, was die Menschen mit ihrer Musik eigentlich bewegen können und machen, wenn sie einfach offen sind. Und hast du das Gefühl, dass wir zu sehr in Schubkästen denken, dass wir eben als Fans von den Künstlern vielleicht einfach zu viel fordern, anstatt machen zu lassen? Nee, ich glaube, es kommt auf den Künstler an, wie er irgendwie sich wahrnimmt und wie er wahrgenommen werden will irgendwie. Und es kann sein, dass es Leute gibt, die schlechte Tipps geben und vielleicht hören manche einfach nur auf ihre innere Stimme. Ich glaube, es ist einfach so, dass es halt natürlich auch ein Künstler so gewisse Unsicherheiten in sich mitträgt, wo er denkt, vielleicht muss ich das und das machen und so und dann bin ich sicherer oder so. Und das kann ich auch verstehen. Das ist alles so eine Entwicklung. Wir sind ja alle Menschen, wir machen alle Fehler, wir lernen draus, entwickeln uns weiter. Und wenn jemand das mit begleiten kann als Zuhörer, ist es auch was Schönes. Man hinterlässt halt irgendwas in der Welt. Und es ist schön, wenn es was Gutes ist, was man hinterlässt. Einfach. Da möchte ich gerne an dem Punkt mit dem was Gutes bewegen direkt im Prinzip ins Gegenteil umschlagen, nämlich so der einzige Song, auf den ich wirklich jetzt von der EP eingehen möchte, ist eigentlich Made in Germany, weil der mich halt auch irgendwie in der Hinsicht geflasht hat, dass er
auch überhaupt nicht zum sonstigen Konzept der EP passt, weil du ja ansonsten schon eher von dir ausgehst als Mensch oder aus einer sehr persönlichen Perspektive und jetzt plötzlich dieses politische, ökonomische, sozialkritische aufgreifst. Warum passt dieser Song trotzdem auf das Werk drauf? Weil wir in Deutschland alle eigentlich in so ein gutes Leben haben und Zeit genug haben, um darüber nachzudenken und okay, als Künstler vielleicht nochmal mehr. Und für mich war es einfach so, dass ich so eine Doku gesehen hatte von Jürgen Gräßlin über Waffenexporte und ich wusste das nicht, dass es wirklich so ist und habe dann irgendwie den Song gemacht. Ist ja auch aus einer ist nicht antiimperialistisch, habe ich übrigens aus so einem linken Blog mitbekommen, die dann geschrieben haben, das ist nicht antiimperialistisch, sondern er spricht aus seiner eigenen Perspektive. Und das war mir auch sehr wichtig, weil ich will da auch nicht eine Hausarbeit schreiben, sondern einfach nur mein Gefühl irgendwie vermitteln. Das ist so eine gewisse Ohnmacht, die ich spüre, wenn ich merke, okay, was soll ich denn dagegen jetzt tun? Ich weiß jetzt das, aber was soll ich machen? Und es ist halt irgendwie so, wenn jetzt jemand irgendwie ein Getränk herstellen würde in Deutschland, das giftig ist und Menschen tötet und es wird in andere Länder exportiert, wo Menschen Durst haben, dann würde jeder auf die Straße gehen und sagen, hey, das können wir nicht machen, das geht doch nicht, das können wir nicht verantworten. Aber bei Waffenexporten ist es so, ja. Und wenn das Individuum irgendwie Probleme damit hat, dass die Gesellschaft es akzeptiert, dann muss er irgendwas machen. Und ich mache halt Musik. Und deswegen kam es halt drauf. Deswegen fängt auch der Song damit an. So, ich bin made in Germany, bist du auch made in Germany? Und ich glaube, wir haben eine gewisse Verantwortung. Also nicht nur als Künstler, sondern auch als Menschen, die wir halt irgendwie dieses Glück haben, hier geboren zu sein, irgendwie so ein privilegiertes Leben zu führen, auf Kosten anderer so. Und auf welche Kosten dann, das ist halt die Frage. Ja. Aber man wird ja auch sehr traurig, wenn man die ganze Zeit nur über sowas nachdenkt. Und das ist der einzige Song, der dann irgendwie da so ein bisschen raussticht. Ich habe neulich, war glaube ich letzte Woche, einen Artikel gelesen auf Zeit Online. Und zwar ging es da um ein ganz anderes Thema eigentlich, nämlich diese ganze NSA-Affäre. Da kam halt gerade raus, dass Deutschland da ja doch um einiges mehr verwickelt ist, als man das gerne gehabt hätte und als es der normalsterbliche Bürger wahrscheinlich auch geahnt hätte. Und es gab ein Interview mit Angela Merkel darüber, in dem sie meinte, dass ein schwacher Geheimdienst dass ein Verzicht auf einen Geheimdienst in diesem Umfang ein Land zu verletzlich machen würde. Als ich das Interview gelesen habe, musste ich so ein bisschen an den Song denken, der ist ja jetzt auch schon ein Jahr draußen. Dachte mir so, okay, kann man das wirklich so rechtfertigen, indem man sagt, okay, wir bauen Scheiße. Egal, ob das jetzt durch den Export von Waffen ist, was natürlich auch vor allem ökonomische Gründe haben wird, aber ja auch irgendwo idealistische und halt auch zeigt so, ja, hier, wir haben die Macht. Eben auf einer vollkommen anderen Ebene sagen, okay, wir haben halt einen Geheimdienst, wir bekämpfen im Prinzip Terror mit einer anderen Art von Terror. Kann man das wirklich machen? Ist das legitim, um sich selbst abzuheben, zu schützen, sich stark zu machen? Oder wie kann man sowas überhaupt rechtfertigen? Und gäbe es da überhaupt irgendeine Lösung für? Und ich würde einfach ganz gerne mal von dir hören, was du zu diesen Gedanken denkst und was dir jetzt gerade so durch den Kopf geht, wenn du das hörst. Ja, also ich glaube, Angela Merkel muss ja immer irgendwelche Antworten parat haben, die sie da irgendwie sagt und ihre Berater dann sagen, damit kommt man irgendwie klar oder damit wird sich die Öffentlichkeit nicht so beschäftigen. Und ich kann mit so Worten auch gar nichts anfangen. Also ich kann auch mit den Aussagen nichts anfangen. Viele Sachen liegen voll klar auf der Hand. Und ich finde es krass, dass jemand nicht rot anläuft oder dass die da irgendwie so leben können. Ich stelle es mir auch schwer vor, so als Politiker, ne, wenn du da diesen Weg gegangen bist und gar nicht, vielleicht hattest du am Anfang voll das krasse Ziel, irgendwie die Welt ein bisschen positiv zu verändern und dann bist du plötzlich in so einer Maschinerie. Ich will sie jetzt auch nicht in Schutz nehmen oder so, aber wir wissen ja alle irgendwie Bescheid. Ja? Heutzutage sind wir alle irgendwie verbunden durchs Internet. Wenn jemand wirklich ungefilterte Nachrichten hören will, der sollte KenFM hören.
KenFM hat echt sehr viel. Ken Jebsen hat sehr viel. Das ist einer der krassesten Journalisten in Deutschland. Und dass er irgendwie selbstfinanziert Nachrichten machen muss, ist schon ein riesen Beweis dafür, so, dass wir hier sehr stark beeinflusst werden und dass wir irgendwie in eine Richtung denken sollen. Aber jeder, der so ein bisschen nachdenkt und sieht, okay, wenn man zurück zu den Basics geht und sagt, okay, Menschen töten ist nichts Gutes, weißt du? Oder wenn die Polizei auf Leute einschlägt, die wir bezahlen mit unseren Steuern, ist nichts Gutes. Das kann einfach nicht, darf einfach nicht passieren. Und irgendwie zieht sich jeder aus der Verantwortung dann. Und wir sind dann auch so gelähmt durch, ob es jetzt die Medien sind, ob es irgendwelche Brot und Spiele sind, welche es auch immer sind, dass wir dann nichts dagegen unternehmen. Und ich will auch keine Anarchie oder so. Ich denke, man sollte viel offener und transparenter mit dem Volk umgehen, sodass man sich nicht verarscht vorkommt die ganze Zeit. Also wir werden ja dauernd verarscht. Und es klingt halt auch so verarscht. Also alles, was ich da immer so höre. Und ich weiß nicht, weißt du, im Endeffekt ist es so, bei den Wahlen können wir ja auch nichts ändern, richtig? Aber nicht hingehen geht auch nicht. Also müsste man das System ändern und ich habe dafür keine Lösung. So, ich wüsste nicht, welche Lösung es da gibt. Im Prinzip müsste man die ganze Welt ändern, um die Situation jetzt zu verändern, weil ja so viele Einflussgrößen da mit drin stecken. Ja, ich meine, es muss ja irgendwann zu einer Veränderung kommen. Wir merken ja so, dass wir eigentlich so denken, wir sind irgendwie jetzt so in einem Zeitalter, wo wir als Menschen mit dem technischen Fortschritt irgendwie so weitergekommen sind. Aber der technische Fortschritt hat zum geistigen Rückschritt geführt. Und ich meine, der technische Fortschritt war ja auch irgendwie zeitlang gut. Der Mensch musste weniger tun. Die Maschinen haben irgendwie alles übernommen. Aber es hätte eher dazu führen sollen, dass der Mensch dann anstatt körperlicher Arbeit dann alles ins Geistige umwandelt, in geistige Arbeit. Aber das hat nicht stattgefunden. Wir sind immer fauler und fauler geworden und denken, ein gemütliches Leben ist das Richtige, um ohne Anstrengung irgendwas erreichen zu können und so. Und das ist ein riesen Trugschluss. Wir müssen uns alle sehr stark bemühen, innerlich zu wachsen und zu gucken, dass wir unsere Umwelt irgendwie positiv beeinflussen und dass dann irgendwann auch keine Verarschung mehr möglich ist. So. Ja. Aber ist es nicht andererseits auch wieder so, dass wir durch diese Technisierung eigentlich einen total großen Vorteil haben können? Eben indem so Sachen wie KenFM überhaupt möglich sind durch das Internet. Oder auch, dass irgendwelche Leute eben in Nahost oder wo auch immer einfach ihre Erfahrungen twittern können, was gerade passiert, oder das auf Facebook posten können. Dadurch, dass wir im Prinzip theoretisch uneingeschränkten Zugang auf Wissen haben, haben wir doch viel mehr Möglichkeiten. Oder dadurch, dass du eben Songs wie Made in Germany einfach online stellst, hast du doch einfach viel mehr Möglichkeiten, als wenn du dich auf den Marktplatz stellst und das performst und eben die 30 Leute, die gerade über den Leopoldplatz im Wedding laufen, das sehen können, so gefühlt. Natürlich, es hat halt Vor- und Nachteile. Ja, klar. Ne? Genauso wie Fernsehen. Kann ja auch manchmal was Gutes im Fernsehen kommen. Du musst halt irgendwie selektieren. Du kannst auf Facebook auch nur Bullshit-Nachrichten lesen. Weißt du, die irgendjemand schreibt über seine Hummel, die ihn gestochen hat. Weißt du, also so, muss halt selber filtern können. Das Internet ist voll davon. Ich meine, inwieweit können wir denn auch davon ausgehen, dass die Twitter-Nachricht dann eine echte ist? Weißt du? Unterm Strich kommt da wohl noch einiges auf uns zu, ja? Ja, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich habe ja auch letztens gehört, dass irgendjemand verhaftet wurde in Amerika wegen seinem Facebook-Post oder so. Na klar. Und da ist auf jeden Fall einiges im Gange. Also die Frage, wie lange wir überhaupt noch freies Internet haben und solche Späße wie hier jetzt machen können, ist... Ja, vielleicht werden unsere Kinder irgendwann mal fragen, wie war das bei euch damals? Krass, ihr konntet alles machen und so. Und das ist vielleicht eine wichtige Zeit. Oder vielleicht denken die, hey, wie dumm wart ihr alle? Ihr hattet alle ein Smartphone und alle Daten wurden abgerufen und ihr habt alles geteilt mit den Leuten. Wie dumm waren die damals? So. Weißt du? Kann auch sein. Wenn man uns früher gesagt hätte, okay, jeder muss einen Ortungschip mit sich mittragen, hätte jeder gesagt, nein. Aber wenn es dann 200 Euro kostet und irgendwie voll Trend ist, dann denkt jeder, ja, das muss ich haben. Ja.
Also so, es gibt die Vor- und Nachteile auf jeden Fall. Also, weil du kannst früher, konnte sich auch nicht ein 10-Jähriger die krassesten Fist-Pornos angucken. Es gibt Vor- und Nachteile. Man muss gucken, wie man das irgendwie für sich nutzt. Ich könnte ja auch andere Songs im Internet verbreiten, die allen schaden. Ja, klar. Also so. Einerseits, andererseits, immer dasselbe. So ist es. Einerseits, andererseits wird auch mich immer begleiten, glaube ich. Ja. Dieses einerseits, andererseits. Das glaube ich auch. begleiten, Zukunft. Du hast ja auch schon im Prinzip zwei neue Projekte in der Pipeline, um mal wieder zurück zur Musik zu kommen und die Stimmung wieder mal etwas aufzuhellen vielleicht. Ist es so schlimm geworden gerade? Sorry. Um Gottes Willen, also ich finde es super spannend. Ein ganz entspannter Mensch, weißt du, ich bin ja auch ein so Optimist eher so. Und ich sehe das alles gar nicht so schlimm. Ich meine, wir können halt unter uns irgendwie gute Sachen machen und uns positiv beeinflussen, was da äußerlich von den äußeren Ketten befreien ist ein Ding und dann noch von den inneren Ketten befreien. Und aber wie befreit man sich von inneren Ketten, die man nicht sieht? Und da fängt es halt an irgendwie bei allen und das macht halt auch die Identität aus. Jetzt kommen wir zurück zum Thema. Ja, genau. Geile Überleitung. Auf jeden Fall, perfekt. Deine Identität wird sich in Richtung neues Mixtape und noch ein sehr, sehr interessantes Projekt mit türkischem Psychedelic Rock, habe ich das richtig in Erinnerung, genau. Der 70er Jahre, ja, genau. Bewegen. Ja, wie kamst du da drauf, sowas auf den ersten Blick doch sehr Verrücktes in Angriff zu nehmen? Ja, es ist ja immer spannend, irgendwas Neues zu machen und ich war in Middlebury in so einem College, ich habe da so Deutschunterricht gegeben. Und es war nicht weit nach Montreal zu fahren. Und in Montreal habe ich dann so in so einer Künstlerwohnung gewohnt. Und dann haben die gemeint so, hey, you like to listen to some Turkish psychedelic rock und so. Und ich so, okay. Und dann haben die mir lauter so Songs von Barış Manço, Erkin Koray, Cem Karaca und solche Sachen vorgespielt. Und das sind alles Sachen, die ich kenne, seitdem ich ein Kind bin. Aber ich hatte diese Aufnahmen immer nur auf Kassetten. Ich hatte die verloren. Und immer wenn ich danach gesucht habe, habe ich nur so komisch eingespielte neue Versionen davon gehört und der Typ hatte die Originaldinger und es war Wahnsinn, so in Montreal dann die Songs zu hören und dann bin ich zurückgekommen, Afromaniac mit dem geredet und Afromaniac hat dann sofort die Beats gebaut und wir haben gleich geschrieben, ein Motion Man Feature ist auch mit drauf, so. Ich habe dann für Motion Man auch was gemacht mit Cutmaster Kurt, das ist glaube ich noch nicht rausgekommen. Und das war Wahnsinn und ich hoffe, das kommt dann alles bald raus. Es kommen auch noch andere Features wahrscheinlich dazu, ich weiß noch nicht genau, ne? Mal gucken so. Das Mixtape kommt dann vorher noch, das heißt Ein guter Tag und da sind auch sehr geile Sachen entstanden mit Menes 0711 aus Stuttgart und Amewu und ich haben coole Sachen gemacht, das mache ich dann alles noch fertig, es muss nur noch so Kleinigkeiten gemacht werden und Chris Fader aus Wien wird es dann alles abmischen und so. Gruß nochmal an Chris Fader. Solche Geschichten. Kommt auf jeden Fall einiges so. Und, ja, Album kommt dann auch noch irgendwann, hoffentlich noch dieses Jahr. Ja, du hast jetzt echt schon in den letzten Jahren eine Menge mitgemacht. So. Also jetzt Splash Hauptbühne als Solo-Act und vier große Releases und zahlreiche Tour-Supports, Zusammenarbeit mit allen möglichen Künstlern. Was wünschst du dir jetzt noch so für dein musikalisches Leben? Mein musikalisches Leben? Eigentlich gar nichts. Also mein musikalisches Leben ist so, wie es jetzt ist, total erfüllt. Ich glaube, ich habe alles richtig gemacht immer. Und da wünsche ich mir gar nichts. Was ich mir persönlich wünsche, ist so einfach im September meine Eltern zu besuchen. Irgendwie, die habe ich schon lange nicht gesehen. Ja gut, dann danke ich dir tausendmal für dieses wirklich sehr, sehr schöne Interview und würde dir ganz gern die letzten Worte einfach überlassen an das Publikum. Danke fürs Zuhören. Meine EP ist jetzt draußen und ja, was soll man sagen? Hört es euch an, ist echt schön geworden. Fahrhot hat Beats gemacht, Nobody's Face, Q-Cut, Cut Spencer. Danke an alle, die da mitgemacht haben. Sammy Deluxe ist drauf, Motrip und Tua sind drauf, Materia ist drauf und ist echt gut geworden. Hab mir da Mühe gegeben. Und hört es euch an, wird euch bestimmt gefallen. Gut. Danke.